Moin Leute, heute um 5 Uhr früh hat Netmarble ihre Devsnote veröffentlicht und wie man schon sieht, bekommen wir Ende Oktober, also vielleicht schon nächste Woche oder Anfang November, ein neues Kooperations-Event. Und zwar King of Fighters und diese Helden sind wirklich insane. Also jeder, der gespart hat, gesaved hat, ihr könnt ruhig sammeln für diesen Banner. Der ist wirklich, wirklich gut. So, was haben wir hier noch so? Collab World Quests, ein paar Quests. Hier sind die ganzen Helden. Dann haben wir noch so ein Tournament, da kämpfst du gegen PvE-Helden. Und wenn du gewinnst, bekommst du Kostüme für die Helden. Ticket zum Zammen, ein bisschen Upgrade-Material und bestimmt noch andere Sachen. Hämmer und sowas. Dann bekommen wir noch einen Final Boss Omega Rogal. Und von dem kriegt man, der hat wirklich ein cooles Kostüm. Was haben wir noch so? Tickets. Pizza Hawk Pass, Gift, aha. Ganz viele Sachen. Future, Upgrades, einen neuen Guild Boss. Und dann können wir noch, aber es ist später erst, wenn du über 2000 Combat Class hast, kannst du bis auf 3000 erhöhen. Oh Gott, 3000. Ich bin nicht mal bei 2000. Was haben wir noch so? Also bekommen immer, aha, davon bekommen wir jetzt jeden Tag 20. Bis zum 26.10. Wenn ich den schon sehe. Das ist der neue NJP Halloween Gozer. Und der ist wirklich, wirklich insane. Also noch besser als der Red Gozer. Was schon wirklich, der ist schon wirklich insane. Ich hoffe, den bekommen wir jetzt nicht in früher, weil King of Fighters und er. Und dann kommt noch Gottes Liz. Oh Gott, verkauft eure Mütter. Wir brauchen Geld. So, und wir gucken jetzt uns erstmal die Helden an. So, fangen wir an mit der schlechtesten Heldin von dem Banner, und zwar mit Asamiya Athena. Ich habe das richtig ausgesprochen. Das einzig wirklich Gute an ihr ist ihre Passivfähigkeit. Immer wenn wir einen Gegner besiegen an unseren Turn, wird am Ende vom Gegner-Runde 2 Ultimate Orbs entfernt, was eigentlich immer sehr schön ist. Kann sie Gegner schon ärgern. So, ihre erste Karte. Rang 1, 42 Damage ein Gegner. Rang 2, 360 Damage ein Gegner. Rang 3, Cancel Stances. 500 Damage ein Gegner, was eigentlich schon ordentlich ist. Und stunt ihn auch noch für einen Zug. Ihre zweite Karte macht Detonate und Detonate. Du machst 20% mehr Damage pro Orb. Ihre zweite Karte inflict Detonate Damage. Und Detonate, je mehr Ultimate Orbs der Gegner hat, umso mehr Damage macht die Karte. Rang 1 160, Rang 2 240 und Rang 3 400, was schon ordentlich mit Detonate, was schon, wenn der Gegner viel Orbs hat, was schon richtig schön Damage macht. Ihre dritte Karte, also ihr Ultimate Move, Cancel Stance und allen Gegner 97% Damage, was eigentlich schon Escanor Level ist. Also, das ist eine schöne Ulti, macht schon schön Damage, aber sonst nicht so. Einzig gut ihre Passivfähigkeit. Der zweite Held. Mai Shiranui. Sie ist wirklich geil, kann man sagen, die Quit Queen. Sie hat zwar weniger Quit Chance als Bloseltris, aber sie quittet nur. Sie ist wirklich nur am Quitten. So, fangen wir an mit ihrer Passivfähigkeit. Wenn der Hero Skills Up Ranks Up, increase Basic Stats bei 15% für 2 Züge. Also immer wenn wir Karten, also mit großer Rank Up machen, oder Karten verbinden, bekommt sie 15% für 2 Züge. Attack, Attack, HP und Defense. Ganz gut, ganz gute Passivfähigkeit. Ihre Skill, ihre erster Skill. Rang 1, 120 Damage, ein Gegner und entfernt ein Ultimate Orb. Rang 2, 300% Damage, entfernt ein Ultimate Orb. Und Rang 3, 54 Damage, entfernt 3 Orbs. Ist wie Red. Wie Red selbst ist die Karte. Ganz gut. Gegen die Ultrash-Teams, die wir zurzeit extrem viel haben. Ihre zweite Karte. Inflict Embellife. Also Embellife ist, wie ich das ausgesprochen habe, pro Buff macht die Karte 30% mehr Damage. Also wir wollen, dass sie schöne viele Buffs hat. Kann man das jetzt auch noch so zu als Buff. Macht die Karte 30% mehr Damage. Was wirklich, also Rang 3 mit extrem viel Buffs, plus ihre Passivigkeit. Sie haut schon rein.
Rang 3, 150. Rang 3, Rang 3, Rang 3. Da stimmt doch was nicht. 3 mal Rang 3. Nee, Rang 1, 100% plus Ambilight. Rang 2, 150% plus das. Und Rang 3, 52% plus das. So, ihr Ultimate macht 36% Damage einen Gegner und erhöht dann alle Karten von uns um 1. Und dadurch aktiviert sich auch gleich ihre Passivfähigkeit, dass sie dann mehr Attack, HP und Defense bekommt um 15%. Und sie ist wirklich, wirklich gut. Omega Rugal, der ist wirklich Gottier-Unit. Den muss man unbedingt haben. Er ist so gut. Er ist zurzeit einer mit dem besten Team in JP drinne. Das PSW-Team, also Blue Demon Meliodas, Lilia und er one-shotten alles. Kämpfe gehen vielleicht eine Minute oder nicht mal. Er ist sogar noch stärker als Blue Meliodas, also Blue Demon Meliodas. Er ist noch insaner. Seine Passivfähigkeit, wenn er weniger als 5% seines Lebens hat, removed er alle Buffs, heilt sich wieder komplett voll und bekommt noch 15% Stats, wenn noch erhöht. Diese Passivfähigkeit ist wirklich so gut. Aber leider wirkt sie nicht, wenn er gewonshottet wird. Also wenn er 100% Leben hat und dann gewonshottet wird, aktiviert sich die Fähigkeit nicht. Da müsst ihr aufpassen. Seine erste Karte, Rang 1, Affleck Pierce, also er ist wirklich ein Pierce-Held, 100%. Rang 2, 150%. Rang 3, 52%. Diese Karte macht so viel Damage. Ist insane. Seine zweite Karte, die ist leider nicht so gut. Rang 1, 180% Damage und Attack Rate Sets, wenn er halt verringert vom Gegner. Also Attack, Pierce Rate, Crit Chance, Crit Damage hat der Gegner dann weniger. Ja, für manche Situationen ganz okay. Rang 3, 180%, 30% und auf Rang 3, 30%, 40%. Kann man eigentlich machen, wenn der Gegner Ultimate macht und du kannst es nicht entfernen, dann machst du das schnell und überlebst es vielleicht noch, denn der Gegner hat dann weniger Damage und alles. Deine Ultimate inflict Charge Damage, 70% zu einem Gegner. Charge ignoriert Defense und das ist wirklich so ein Burst, wenn du... Also eigentlich ist der Gegner damit auch gleich weg, wenn du ihn ultest. Die Ulti haut richtig rein. Wie ihr sieht, sehr gut im PvE-Farming, PvGeared ganz gut. Also er ist wirklich überall ganz gut. Wirklich Must, den müsst ihr haben. Must-Pool. Omega Rugal. Schnauzermann, du bist gut. Als letztes haben wir noch Kusanagi Kyo und er ist wirklich meiner Meinung nach mit Abstand der stärkste Held dieses Banners. Und generell Gottier-Unit. Seine Passivfähigkeit ist insane, gibt es zurzeit selbst in Japan noch keine bessere Passivfähigkeit als seine. Beim Start eines Kampfes bekommt jeder Gegner 2 Ignites für 3 Runden. Und pro Ignite macht der Gegner 5% weniger Damage. Also jeder Gegner macht gleich am Anfang 10% weniger Damage. Was wirklich wow ist. Weil man sieht, Unit Rating, er ist wirklich überall ganz weit oben. Seine erste Karte, Inflict Code Destruction, 170%. Ein Gegner an Code Destruction. Je mehr Debuffs der Gegner hat, umso stärker ist die Karte. Und nach Zucker Runde 3 ist eigentlich jeder Gegner sozusagen One-Shot. Das haut so stark rein. Rang 2, 52% Damage, 255% Damage ein Gegner. Rang 3, 425% Damage. Also 425% Damage plus Code Destruction. Schuss Gegner. Seine zweite Karte inflict Scorch Damage 100% zu allen Gegnern. Scorch. Seine zweite Karte inflict Scorch Damage 100% zu allen Gegnern. Und Scorch ist pro Ignite macht die Karte 25% mehr Damage. Und weil er am Anfang schon mal, wenn du schon am Anfang schon 2 Ignites machst zum Gegner, machst du gleich am Anfang schon 50%, also das sind 550% Damage. Das sind dann 200% und das sind schon 300% Damage zu allen Gegnern. Und wenn du noch Anrennen hast, die Ignite machen oder seine Ultimate einsetzt, wo wir gleich kommen, haut die Karte insane rein. Wie gesagt, gerade so oft insane, aber die Unit ist wirklich insane. So, sein Ultimate. 1,6, 490% Damage einen Gegner und alle Gegner bekommen nochmal 2 Ignites dazu für 3 Runden.
Das heißt dann, wenn du ultest und du hast noch, die haben noch zwei Ults, haben sie dann 4 Ignites. Was heißt, die müssten dann schon, jeder Hit müsste schon 20% weniger Damage machen. Und du hast dann nochmal extrem mehr nochmal rein. Also der Held ist wirklich, wirklich ins. Ich will nicht insane sagen. Sollte ich jetzt Sam oder nicht? Auf jeden Fall Sam für den Banner. Ist einer der besten Banner, die wir bekommen. Selbst in JP gibt es keinen wirklich besseren. Vielleicht Gottes List noch ist vielleicht im gleichen Level, weil da ist noch Lost Vayne drin. Aber ist halt eine Kollaboration. Wir wissen, ich keine Ahnung, ob wir die jemals wiederbekommen. Deswegen auf jeden Fall Summit. Summit, Summit, Summit. Wirklich ein insane Banner. Auch als Free-to-Play-Spieler, die Helden Kyo und Omega Rugal sind wirklich Meta-Units in JP. Also die beiden Helden bestimmen gerade die Meta in JP. Also könnt ihr euch zusammen. So Leute, dann war es das mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal.